Oh, jetzt Fehlpass und Brace ist da. Oh, aber Niederberger brutal wieder, hat ja den Arm nach hoch geholt. Ah, und jetzt die Chance für Jocki Backer und nachgefasst von Leubel. Überragender Safe Niederberger. Einmal, zweimal und sogar, als er aus der Position ist, kommt er noch irgendwie an diesen Schuss von Jordan Murray. Dort an der gegnerischen blauen Linie. Dafür konnte Gefahr sorgen soll. Jetzt Boas Bessen und wieder Niederberger. Erstmal bin ich so ein bisschen dazu gezwungen, weil ich nicht der größte Torhüter bin. Das war mir schon immer klar. Deswegen habe ich immer sehr hart an meinen läuferischen Fähigkeiten gearbeitet. Ich hatte auch das Glück, direkt als Kind einen klasse Torwarttrainer in Düsseldorf zu haben mit Andi Niemitz. Dem war das unglaublich wichtig, dass wir viel Schlittschuh laufen. Und ja, so habe ich erkannt, dass wenn ich das ausnutze, ich durchaus erfolgreich sein kann. Und ja, dann kam ein auf das andere und jetzt ist das so ein bisschen mein Steckenpferd, weil es ermöglicht mir, das Spiel für mich langsam zu machen. Und Ortega noch zweimal, Riesenchance für München. Und Schwenningen mit dem 1 auf 0. Mit Spink und Niederberger. Ja, also erstmal ist es natürlich, das, wie gesagt, die läuferische Fähigkeit, die es mir ermöglicht, früh am Zielort zu sein sozusagen. Und dann habe ich Zeit zu überlegen und Entscheidungen zu treffen, das Spiel zu lesen. Und dementsprechend kann ich lange auf den Beinen stehen bleiben. Und ja, es gibt mir einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Spielt über die Bande, jetzt 2 auf 1. Agostino rüber zu Alex Blank, wieder Niederberger. Bradley, Matt Bradley mit Platz. Bradley lässt noch mal einen aussteigen und Niederberger. Ziehmöglichkeit für Köln. Frederik Storm, nochmal und zweimal Niederberger mit rechts und mit links. So, ja, so speziell gibt es keinen, aber am Anfang der Woche mag ich das eher, wenn die Schüsse vielleicht ein bisschen von weiter außen kommen, wenn das Tempo vielleicht hoch ist, aber man Zeit hat, sich zu positionieren. Und gegen Ende der Woche bzw. das Training vor dem Spiel möchte ich schon, dass es spielnah ist und dass man da auch mal ein bisschen kämpfen muss. Schön aufgezogen, vielleicht ein 2 auf 1, Caraccio und dann ist Niederberger da. Bei Ingolstadt dazwischen und da ist jetzt ein bisschen Platz, Rowe rein ins gegnerische Drittel, guter Querpass, Niederberger ist da. Top, top, safe. Sippek mit dem Schuss und Niederberger, ja, wenn dann doch mal einer durchkommt, ist Niederberger da. Ganz starke Partie von ihm. Die Torwartstatistik, die ja den meisten aussagt, ist wahrscheinlich die Save Percentage, also die prozentuale, die man, wie drückt man das aus, also die prozentuale aller Pucks, die man hält, im Grunde genommen. Und wenn die relativ hoch ist, dann ist das eigentlich relativ aussagekräftig, vor allem auf längere Zeit, nicht auf 5 Spiele, aber vielleicht auf 50, 100 oder eine ganze Karriere. Und ja, da schaut man als Torwart vielleicht mit einem Auge drauf, weil ja gerade kurzfristig das eigentlich dann doch keine Bedeutung hat.